Abgangspräsentation. Also funktioniert das erstmal. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich darf mich bedanken bei der Messe Stuttgart, dass ich hier sein darf. Ich meine, ich bin auch Rollstuhl, dann bin ich eh hier, aber dass ich heute mal erzählen darf. Und zwar bin ich Stellplatzbetreiber seit 2015, habe den Reisemobilpark Obachtal in Neukirchen-Knüll aufgemacht. Neukirchen-Knüll hat früher fast gar keiner gekannt, ist mitten in Deutschland, aber eigentlich Schwarzen Bäumen kennen die meisten Leute mehr, weil sie da bei der Bundeswehr waren. Aber Neukirchen-Knüll kennt keiner, also wir liegen zwischen Fulda, Gießen und Kassel mitten drin. Bin 2008 das erste Mal aufs Rathaus gegangen und habe gesagt, Herr Bürgermeister, ich möchte gerne einen Stellplatz bauen. Hat mir der Bürgermeister gesagt, gute Idee, komm, auf Wiedersehen. Also bin ich wieder raus. Dann habe ich gedacht, was machst du? Dann bin ich wieder reingegangen ins Rathaus und habe den Bürgermeister gefragt, wann er mal einen Tag Zeit hat. Und dann hat er als gesagt, für was? Ich sagte, ich brauche einen Tag mal Zeit und dann habe ich ihn abgeholt. Dann sind wir morgens früh losgefahren und haben im Umkreis von 100 Kilometern verschiedene Stellplätze besucht, die da waren. Und dann hat einmal den Bürgermeister gemerkt, das sind ja ganz normale Menschen, diese Gäste. Und hat auch gemerkt, die essen nicht nur Ravioli aus der Dose, sondern gehen auch in die Stadt und haben sich unterhalten. Und dann kamen wir dann ins Gespräch und haben dann einen geeigneten Standort gesucht. Das Ganze von der Idee bis zur Fertigstellung, zur Eröffnung, hat 6 Jahre gedauert. Nur, dass man das mal weiß, das war nicht von heute auf morgen. Wir haben dann in Neukirchen einen geeigneten Standort gefunden, eine Wiese, in der Nähe von der Stadt am Bachlauf entlang. Und dann habe ich auch mit dem Lief wieder aufs Rathaus, habe gesagt, hier, wenn wir die Wiese, hat er gesagt, der Stadt Neukirchen. Da hatten vorher 100 Pferde drauf gestanden und es war so ein Bolzplatz, also eine nasse Wiese. Da muss ich sagen, hat mir dann die Stadt Neukirchen oder der Bürgermeister selber, weil er mal gesehen hat, dass das normale Menschen sind, die da kommen, hat er mir sehr geholfen, dass ich dieses Grundstück erwerben durfte. Alle anderen im Ort haben gesagt, der hat sie nicht alle an der Latte, wer will hierher kommen? Heute ist es so, also wir haben in 2015 aufgemacht, haben am 15. August 2014 angefangen, haben 9000 Tonnen Schotter auf diese Wiese gefahren, haben das befestigt, haben dann ein Sanitärgebäude gebaut und ein Rezeptionsgebäude, was wir nachher auch erweitert haben, weil wir am Anfang dann eine kleine Gaststube und haben dann das größer gemacht, weil wir gemerkt haben, wir können die Leute nur dahin bekommen über Essen und Trinken. Also man hat bei uns die Möglichkeit, Rad zu fahren, man kann wandern, das kann man alles machen, aber Essen und Trinken funktioniert eigentlich immer. Gutes Essen, gutes Trinken, dann kommen die Leute. Also wir haben dann in 2014 angefangen, haben gebaggert, in 2015 am 30. April haben wir eröffnet und heute, sage ich mal, letztes Jahr haben wir Personenübernachtung, 12.000 Personenübernachtung gehabt bei uns in der Region. Und haben 49 Stellplätze und ist eigentlich schon eine Erfolgsgeschichte, muss ich mal sagen. So, das ist mal von mir aus. Ich bin mein Name ist Clemens Olbrich, Stadt Neukirchen, 7200 Einwohner, im nordhessischen Mittelgebirge gelegen, an den Schnittstellen der Autobahnen, Sie wissen es, A7, A4, A5. Also schon zentral Mitteldeutschland, aber weder an der See noch im Hochgebirge und ansonsten, wie es der Klaus Hühnerkopf auch gesagt hat, eben eine Struktur, wie wir sie in Deutschland ja vielfach haben. Der Vorteil ist natürlich, dass wir hier in Klaus Hühnerkopf einen Unternehmer haben, der das ganze Thema lebt, mich natürlich eben dann auch begeistert hat, gelenkt, geführt hat. Gut, wenn man sich mal vorstellt, vor 10, 15 Jahren war das ja noch nicht so, wie wir jetzt eben die Zahlen erleben können. 2015, 16, 17, gewaltige Zuwachszahlen und so weiter. Jetzt springen natürlich alle drauf und sagen, wunderbar, warum haben wir das nicht schon vor 25 Jahren gemacht? Denn die Leute waren ja vor 25 Jahren auch schon mobil. Wir haben es ja eben erlebt, dann eben nicht mit Selbstfahrern, sondern eben noch Caravan-mäßig unterwegs. Aber es ist in der Tat eine Erfolgsgeschichte. Und der Klaus Hühnerkopf, der hat ja eben auch zu erkennen gegeben, dass er 6 Jahre ja, Erfahrung gesammelt hat. Er ist sehr klug, er beobachtet gut und hat gesagt, wenn ich etwas mache, dann will ich nicht der Zweite sein, sondern ich will der Erste sein. Ich nehme das Ergebnis vorweg. Er ist 3-mal zum Platz des Jahres durch ProMobil gewählt worden, durch die entsprechenden Gäste, die Urkunden hängen dort. Also in dieser kleineren Kategorie 3-mal, also 16, 17, 18 und 19 geben wir die Hoffnung nicht auf, auch wieder prämiert zu werden.
Wir, ja, ich sage, inzwischen steht die Bürgerschaft voll dahinter. Ein paar wenige Neider gibt es natürlich immer. Wenn jemand erfolgreich ist, gehört auch der Neid dazu. Das adelt jemand. Sie wissen aufgrund menschlicher Erfahrung, das ist einfach gut so. Deswegen, das darf ich jetzt sagen. Also er hat beobachtet, gute Analyse, gut umgesetzt. Und er ist auch Gastronom. Also ich war jetzt auch wieder zwischen den Jahren auch dort, gehe selber gern dorthin mit einer entsprechenden Wandergruppe. Ja, wer steht mit in der Küche? Klaus Hühnerkopf. Da gibt es also die besten Kartoffelwürstchen, da gibt es Steaks, Sparrows. Also diese kulinarischen Themenabende gehören natürlich auch dazu. Silvester-Events und dann gibt es Frühjahr-Events und dann gibt es dann die Sonnenfeier und im Herbst wieder dann Oktoberfest. Also das ganze Jahr über ist Programm. Er steht dahinter. Bürgermeister darf auch mal kommen, darf dann die Gäste begrüßen, weil natürlich, wie wir das eben auch gehört haben, Gruppenreisen und so weiter auch eben führend sind. Da kommen die verschiedenen Gruppen, Communities, musste ich auch erstmal alle lernen, weil ich auch kein Wohnmobilist bin, sondern ein ganz normaler Arbeitnehmer in gewisser Weise in meiner Aufgabe. Und dann merke ich eben, ob das die Karthago-Freunde sind oder Bürsten oder eben die Upgrades, die dann also auch sehr wichtig sind, die kommen dort und dann auf einmal sind dann eben 100 Menschen mehr in Neukirchen. Wir begrüßen natürlich den Bürgermeister und freuen sich auch. Und dann ist eben Freitagabend und Samstag und Sonntag Programm, Firmenführung und so weiter. Natürlich freut sich der Klaus Hühnerkopf, dass die Menschen so auch kommen, weil er dann seine Manufaktur auch präsentieren kann. Also die Veredelung, sage ich mal, von Wohnmobilen. Jetzt mache ich mal den Werbepart. Also wer mal sein Wohnmobil mal richtig schön aufgehübscht haben möchte, das kriegt man in dem Premium-Betrieb dann natürlich zum allerbesten. Er hat gute Kunden. Und die wissen, was gute Handwerksarbeit bedeutet. Und das macht ihr. Also deswegen kommen Sie zu Klaus Hühnerkopf, Urbachtal Neukirchen. Die Homepage wird immer aktuell gepflegt. Das ist unser Programm. Wir brauchen keine Bilder und keine sonstigen Dinge. Deswegen, das ist unser Werbeblock. Und das ist Best Practice. Und das ehrlich und authentisch. Vielen Dank.